Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ich möchte jetzt gar nicht wirklich sagen, die letzte Folge oder so, willkommen zur letzten Folge, denn ich bezweifle, dass irgendwie das bei mir jetzt wirklich die letzte Folge wird, obwohl ich halt echt vermute, weil man es mir auch schon gesagt hat, dass ich schon fast am Ende bin, dass es jetzt vielleicht doch schon nah an das Ende herankommt und man vielleicht es in dieser Folge schaffen könnte. Ich bei mir aber nicht so sicher bin, denn erstmal müssen wir hier reinkommen und man sieht, ich weiß nicht, ob es so leicht sein wird. Wir versuchen es einfach mal, natürlich durch die Tür durchzukommen, aber ich glaube nicht, dass das so leicht gehen wird. Einfach mal zack, durch die Tür und rein in ihr Zimmer. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Ja, wir haben ja nur 5 davon. Puh. Okay, Tür. Das ist auch so ein Band. Gut, das würde uns nicht aufhalten. Da haben wir einen Briefkasten. Gucken wir uns erstmal an. Ich sagte, wir gucken ihn uns an. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Och, toll. Der ist voll von vermoderten GEZ-Rechnungen. Hm. Die will ich nicht. Nee, kann ich verstehen. Die will keiner. Der ist voll. Die will ich. Ja, aber ich drücke nochmal. Wir nehmen ihn. Kommen wir auch hinters Haus? Geht's hinters Haus? Ja, wie schön. Wir kommen hinters Haus. Ja, es wird noch eine Weile dauern. Och, wir gucken uns mal den schönen Mond an. Mond? Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Mhm. Verstehe. So, was haben wir noch? Wir haben hier natürlich die Zwerge. Was? Bestellzwerg? Angelzwerg? Warum denn Bestell? Hä? Also Angelzwerg, ja, ist klar. Breakdance-Zwerg ist auch klar. Meerzwerg und Raucherzwerg. Aber was ist Bestell? Ach, ja, Bestell. Ich verstehe. Jetzt, ne? Das Feld bestellen, sowas, denke ich mal. Jetzt dachte ich mir gerade, was will der denn? Bei Amazon bestellen? Nein, natürlich nicht. So, okay, wir schauen uns die natürlich erstmal alle an, ne? Ist klar. Und schon allein, wenn wir uns alles anschauen, werden wir noch eine Folge brauchen, um fertig zu werden. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Hm. Warst du es? Oder du? Gestehe. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? So, können wir die nehmen? Niemals! Okay, können wir den benutzen? Wie soll man etwas so Nutzloses benutzen? Na, nehmen und gegen die Wand schmeißen, dann geht er kaputt und kannst gucken, ob da der Schlüssel drin ist. Ist doch ganz klar. Aber gut, du willst es halt auf die andere Tour, wir hauen dagegen. Mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Ja. Okay, der war's nicht. Wir hauen einfach drauf. Wir machen alles kaputt. Ich glaube, mein Vater... Ja. Der hier war's nicht. Oh, schade. So, bei unserem Glück hauen wir alle kaputt, bis wir den mit dem Schlüssel finden. Hau einfach drauf. Ich glaube, der hier war's nicht. Ich wette, das ist der hier oben. Der hat den. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haus... Hau einfach drauf. Der hier war's nicht. So, okay, jetzt wette ich, dass gar keiner von denen den hatte. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Richtig. Und da frage ich mich jetzt wirklich, war es jetzt wirklich der mit dem Schlüssel oder hätten wir jetzt einen anderen zum Schluss gemacht? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Scherben. Er hat angefangen. Bei den anderen steht gar nichts. Können wir uns eine Scherbe mitnehmen? So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was nütze. Oh ja, Tonscherben. Okay, und den Haustürschlüssel. So, ich gehe trotzdem nochmal hinters Haus. Verandatür? Nee, ansehen erstmal. Hey, dahinter ist unser alter Salon. Die sehen ganz schön dreckig aus, ne? Ganz schön verkeimt. Der Tisch... An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Edna, ich weiß, wir wissen es, du bist ein ganz liebes Mädchen gewesen. Eine von der netten Sorte. Hier hat Mattis früher oft gesessen. Da war da nicht irgendwas? Außer der Tisch? Nee. Geh jetzt so zum Schuppen. Wir können auch noch zum Schuppen. Oh je. Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. Lieber groß, nicht. Ne? Ich würde nur die ganzen Kellerasseln befreien, die im Schirmständer wohnen. Schön. Halt! Da wollte ich doch noch nicht hin.
Ich war doch noch nicht fertig mit dem Schirm. Hallo, Inventar. Willst du dich denn gar nicht öffnen? Nein, willst du nicht. Schade. Warum nicht? Geh auf. Hier kommen wir auch. Wieso können wir unser Inventar nicht mehr öffnen? Nicht doof, oder was? So. Tür, Fenster. Huch, geh doch nicht wieder weg. Ansehen. Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Ich frage mich gerade, warum hier noch so viel ist, wenn wir doch schon den Schlüssel haben. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Super. Was? Disteln? Der Wald hat Dunsinane erreicht. Verstehe. Ich sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. Ja, aber warum? Ich dachte, wir wollen einfach nur noch reingehen, in dein Zimmer gehen und hoffen, dass alles gut wird. Kommen wir da rein? Schaut so aus. Oh je. Nimm den Spaten. Den nimmt sie. Ach du, meine Güte. Wozu? Wir haben noch Herbst. Ja, aber wozu nimmst du denn den Spaten? Die gehört mir bereits. Mein Lieblingsspiel war Jag den Frosch. Ja, Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Oh, weia, ey. Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Können wir die mitnehmen? Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Stimmt, so eine bist du nicht. Von so einer Sorte bist du nicht, nee. Oh, die Zange, die nehmen wir gleich mal mit. Habe ich mir gedacht, dass wir die mitnehmen können. Was ist das denn hier? Blätter, Laub? Ein Rad? Das gehörte zu Mattis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Oje. Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mattis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Ja. Vielleicht will er es wieder an seinem Fahrrad dran machen. Ein Kessel wollte? Voller Buntes. Voller Buntes? Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Wieso kann ich mein Inventar nicht mehr öffnen, Leute? Das ist doch nicht... Ach so, ich habe es zugemacht. Oder nicht? Doch nicht? Ah, keine Ahnung, es geht jetzt wieder. So, Zange, Schaufel, beziehungsweise Spaten. Und die Scherben haben wir auch noch. Okay, es geht wieder. Dann gehen wir mal zum Schirm. Jetzt können wir ja unser Inventar wieder benutzen. Ich würde da gerne noch was reinschneiden. Noch mehr Löcher? Ja, bitte. Hier ist doch schon alles kaputt. Alles! Kopf hoch, Edna. Wir bringen das wieder in Ordnung. Sicher? Ach so, denn, ja, wir lassen den Schirm mal lieber Schirm sein. Und ich würde gern nochmal probieren. Wir sollten die Zange mit dem Spaten kombinieren. Nein, das wollte ich eigentlich nicht probieren. Auf diese Weise könnten wir eine Art überlegenes Superwerkzeug bauen. Okay. Ein Instrument, das die Erde kneift, bevor es sie umgräbt? Denk darüber nach. Ich halte es für eine Marktlücke. Eigentlich wollte ich die Disteln wegmachen. Genau. Damit komme ich dem Unkraut bei. Und da haben wir nämlich ein Kellerfenster. Und ich vermute, da müssen wir bestimmt rein, weil die Türen nicht gehen werden. Zu. Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Ich vermute, vorne wird er auch nicht passen. Ist nur so eine leichte Vermutung. Ja, natürlich ist das immer noch zu. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Okay, so habe ich es mir jetzt nicht gedacht. Ah, schön. Ich sag's ja. Es wäre zu einfach gewesen und wir hätten nicht so viele Spots, wie wir jetzt hier haben, wenn die Tür einfach mit diesem Schlüssel aufgegangen wäre. Ist ja klar. Können wir nicht mit dem Spaten einfach da... wo ist denn unser Spaten? Da. Der Konrad-Schlüsselspaten.
Jeder sollte einen im Garten haben. Ja. Die ersten Anrufer bekommen gratis eine Fliege im Ohrenschmalz dazu. Lecker. Vielleicht können wir die Tür einschlagen. Das hier ist unser Zuhause. Ich will hier nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Was ist das hier eigentlich? Generalschlüssel dürfte dann hier auch passen? Generalschlüssel passt für alles. Der passt hier nicht. Wieso soll... Okay, dann schauen wir uns mal das Fenster an. So sieht es also von dieser Seite aus. Können wir das öffnen? Oh nein, es klemmt. Es klemmt. Auch das noch. Ist ja klar. So viele Zufälle. Und es ist offen. Und als hätte ich es geahnt, nicht wahr? So, Ofen. Der uralte Eisenofen. Okay, ich wüsste nicht, was wir damit machen sollen. Falls wir da überhaupt was mitmachen sollen. Das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Mhm. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Übrigens, mit den Rückblenden fand ich eine coole Idee. Am Anfang hat es ja so angefangen und da mussten wir ja hier, da waren wir quasi hier dann wieder, um zu lernen, wie wir Schlösser knacken können. Schlösser knacken können? Ja, ich glaube. Und haben dann hier das gelernt mit Fußnägel abkauen und mit diesen Fußnägeln konnten wir dann die Türen aufmachen. Und dann gab es ja noch die zweite mit den Unterschriftenfälschen. Und ich habe ein bisschen gedacht, als es losging mit diesen Rückblenden, dass davon ein bisschen mehr kommen bei Edna. Also in diesem ganzen Teil, aber war ja nicht. Es waren nur die zwei. Das hätte ich nicht erwartet. Also ich habe ein bisschen gedacht, dass da ein bisschen mehr kommt von der Seite aus. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Es ist trotzdem ein super geiles Spiel. Und solange wie ich hier dran knabbere, reicht das ja eigentlich auch schon. Aber es war nur gerade so ein Gedanke. Ich glaube, mittlerweile sind sie mit dem Regal verschmolzen. Ja, war nur so gerade so ein Gedanke, den ich noch so hatte. Nägel. Okay, wir gehen mal nach oben. Oh, die Tür ist jetzt mal offen. Jetzt sehen wir zum ersten Mal hier diese Teil der Wohnung. Wir kannten ja nur draußen bis jetzt und den Keller. Und ich gucke erstmal so ein bisschen. Da haben wir die Spüle. Schauen wir uns mal an. Hier habe ich immer Popelweitschnipsen gespielt. Edna, du bist die Größte. Toll. Topf, was ist denn drin? Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Ernsthaft? Das ist aber eklig. Das ist ja noch viel schlimmer. Es würde mich nicht wundern, wenn sie sich jetzt verwandelt. Hui. Es ist ja ekelhaft. Da fehlen mir die Worte. Hintertür, Fenster, Pflanze. Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Ja, wer gießt bitte eine Pflanze und lässt diesen Pilztopf stehen? Die ist festgewachsen. Das kann er mir nicht erzählen. Da liegt irgendwas, aber nee. Okay, mehr kenne ich nicht. Gut, dann gehen wir mal da durch. Uiuiui. Ein Salon. Ja, wir gehen mal erstmal da gucken, ob es da... Oh, Tatsache. Ja, der Tisch hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Mhm. Ein Gemälde? Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Okay. Kann man das nehmen? Oh, die Tapete kommt auch schon runter. Papa brauchte den ganzen Tag, um es genau gerade hinzuhängen. Ich brauchte nur Sekunden, um es zu verrücken. Wir waren ein eingespieltes Team. Ja, wunderbar. Denn Papa hat sich ganz sicher auch riesig drüber gefreut. Oh je. Okay, Verandatür. Können wir die öffnen? Ich kann die Terrasse sehen. Naja, sehen ist übertrieben. Ich kann sie erahnen, weil ich weiß, dass sie da draußen irgendwo sein muss. Ich denke mal, das wird nicht aufgehen. Geklemmt. So aufstemmen werde ich sie auch nicht versuchen. So, okay, mehr haben wir hier nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus. So, dann gehen wir mal hier rüber. Das ist die Haustür. Da haben wir noch eine Pflanze. Oder sowas, was eine Pflanze mal war. Hier ist alles tot. Mitnehmen wird sie das Tisch ja auch nicht. Sie ist tot. Tja, wir gehen nach oben. Oh, Mäntel. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Kannst du den mitnehmen?
Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Okay, und da hinten, da ist auch ein Spiegel, den können wir uns auch ansehen. Spiegel? Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Nein, der hing immer da. Und der wird auch nicht weggehangen. Gut, dann gehen wir nach oben. So langsam kommen wir Ednas Zimmer näher. Okay, Bad, Arbeitszimmer, was? Schulzimmer und noch weiter nach oben, okay. Gut, na, wir kämpfen uns ja durch. Arbeitszimmer. Müssen wir das Zimmer? Ich weiß es nicht. War der nicht immer viel größer? Ja, das ist so, wenn man klein ist, ne, dann findet man immer alles größer. Das ging mir auch so. Ich habe früher auch gedacht, wir haben eine riesenkrasse Wohnung und einen riesengroßen Flur gehabt. Ja, das Jahre später meines Vaters habe ich festgestellt, so groß ist der Flur nun gar nicht, wie er mir damals immer vorkam. Wir nehmen das mal. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Hm. Bisschen traurig. Kerze? Mein Vater hat manchmal so lange gearbeitet, dass solche Kerzen ganz runterbrannten. Ich probiere das mal, ob wir die anzünden können. Ich zünde sie für Mattes an. Später. Später? So, ich dachte jetzt. Das war die Schreibfeder meines Vaters. Ach, Mattes. Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Okay. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Oh, Entschuldigung. Bin mir gerade verschluckt. Sie gehört auf das Pult meines Vaters. Kann man da noch irgendwas an den Meine Tisch Hausaufgaben machen? Sind so gut wie fertig. Okay. Das ist Mattes Bett. Als ich noch ganz klein war, bin ich immer hierher gelaufen, wenn ich nachts Angst hatte. Ich könnte mich täuschen, aber das wirkt ganz schön klein, irgendwie das Bett. Muss man ganz schön krumm drin liegen und da hängt noch ein kleines Foto. Hey. Ist das Edna? Das ist ja ein Bild von mir. Mhm, Tatsache. Kannst du das mitnehmen? Ich habe es meinem Vater geschenkt. Okay. Und es sollte auch bei ihm bleiben. Ja, das wäre natürlich blöd, wenn wir das dann wegnehmen. Okay, mehr sehe ich nicht, außer noch hier Spinnenweben. Nö, mehr sollte hier nicht sein. Okay. Oh, schön, so ein Bad. Da habe ich mich immer ums Zähneputzen gedrückt. Ja, lauter Erinnerungen, in denen sie jetzt schwelgt. Ich kann mich gar nicht sehen. Oh. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Tja. Vom Edna willst du nicht reinhüpfen? Das Bad ist fertig. Hahn? Der Hahn meiner alten Badewanne. Können wir den aufdrehen? Das Wasser ist wohl abgestellt. Mhm. Stöpsel können wir hier nicht ziehen. Gut, okay. Obwohl, Moment. Okay, doch, wir haben alles. Gut, dann nehmen wir ins Schulzimmer. Das hatten wir auch. Ja, das kennen wir auch aus der zweiten Erinnerungssequenz, wo wir das mit den Unterschriften fälschen gelernt haben. Ne? War der nicht immer viel größer? Stuhl, Tisch, Fenster. Guck mal in den Schrank. Ach ja. Komm auch wieder alte Erinnerungen hoch. Kannst du die nicht öffnen? Nein! Ich meine, nein. Ach, guck mal an. Der Globus steht auch noch da. Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Bin ich Atlas oder was? Nö. Trotzdem kann man den ja nehmen. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Genau. Ich räume später um. Okay. Okay, ich denke mal, hier gibt es jetzt auch nichts außer alte Erinnerungen, die wir schwellen können. Gut, dann gehen wir mal weiter nach oben. Da muss ja dann Ednas Zimmer sein. Oh je, hier sieht es ja auch aus. Kommt schon der Baum durchs Fenster durch. Das ist nochmal eine alte Vase. Jetzt sind wir eigentlich. Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende unserer Folge, aber ich werde jetzt einfach mal weitermachen. Wenn es zu lang wird, werde ich es nochmal schneiden, dann glaube ich. Aber ich befürchte einfach, dass hier nicht mehr wirklich viel kommen wird. So, gehe zur Tür. Nutz sie doch mal. Zu. Nein.
Diese Tür wurde lange nicht benutzt. Jetzt kommen wir da nicht rein, oder was? Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Okay. Schade. Passt nicht. Vielleicht mache ich doch an dieser Stelle Schluss und... Vielleicht kann ich die Tür aufbrechen. Mist. Ich komme mit der Schaufel nicht in die Ritzen. Okay. Vielleicht können wir die Tür aufschrauben. Schön wär's. Leider hat dieses Schloss ein anderes Kaliber als das von unserer Kellertür. Okay. Was können wir mit den Scherben machen? Zu trocken für einen Abdruck. Zu trocken? Das sind bereits fertig gebrannte Tonscherben. Ach so, zu trocken. In diesem Zustand kann man wenig damit... Vielleicht... Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Ach, Manu. Ah, jetzt muss ich das leider nochmal machen. Das sind bereits... In diesem Zustand kann... Vielleicht gibt es ja einen Weg, sie wieder aufzuweichen. Okay. Ich gehe mal... Hätten wir irgendwo Wasser? Gehst du bitte wieder runter? Ein Teichwasser, ne? Ansonsten im Bad... Ist natürlich... Ja, das ist natürlich nicht das Bad. Ich gucke nochmal ganz kurz, aber ich... Wenn wir das in die Wanne legen würden... Ich glaube, ich kann jetzt ein wenig Matsch gebrauchen. Hm. Jetzt haben wir Matsch. So, geht das jetzt? Es heißt Schlüsselabdruck, nicht Schlossabdruck. Ja, aber wir haben ja keinen Schlüssel. Moment. Ja, ich werde jetzt einfach weitermachen. Ich werde jetzt hier nicht Schluss machen an der Stelle. Ich gehe jetzt nochmal raus. Hier. Also nicht raus, sondern... Ach so, wir müssen erstmal nach unten gehen. Das ist ja die Tür, wo der Schlüssel klemmt, theoretisch, ne? Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Nicht? Aber das war doch die Tür. War das nicht die Tür? Oder war das die... Nein, das ist ja die Hintertür. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Okay, wozu brauchen wir denn die Zange? Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Okay, Moment. Feuchter Ton. Schlüssel. Der Schlüssel ist ja zerbrochen. Wir haben aber keinen Schlüssel in dem Sinne. So, ich glaube, liebe Leute, wenn ich jetzt dreimal gesagt habe, ich werde jetzt weitermachen. Ich werde jetzt an dieser Stelle doch nochmal eine Pause machen. Denn ich vermute wirklich, so schnell werde ich jetzt nicht auf die Idee kommen und ich will jetzt keine halbe Stunde jetzt hier draus machen. Das wäre einfach zu lang. Deswegen war es das, wie ich schon befürchtet habe, nicht die letzte Folge. Dann aber vielleicht in der nächsten Folge, wenn ich irgendwie weiß, wie wir diese Tür aufgemacht haben. Ich bin mir noch nicht so sicher, was genau. Also klar, eine Idee habe ich ja. Mit dem Schlüssel müssen wir irgendwie was machen, mit dem Ton irgendwie den Schlüssel da herstellen oder so. Ich weiß nur nicht so wirklich, wie. Ja, aber darüber machen wir uns einfach in der nächsten Folge Gedanken. Wenn ihr wollt, lasst mir doch ein paar Tipps da. Habe ich nichts dagegen. Und in diesem Sinne, ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.